Ich habe meine allererste Map gebaut und werde dabei beim Stummy Guys Map Contest teilnehmen. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo reinschalten und wir gehen direkt rein ins Video. So, da sind wir auch schon im Map Creator. Die Map ist schon veröffentlicht. Den Code findet ihr unten in den Kommentaren angepinnt und im Titel werde ich den wahrscheinlich auch reinpacken. Die Map heißt Crazy Snakes und wir werden einfach mal reinschauen. Ich drücke jetzt hier einfach mal auf Spielen und wir werden dann die Map einfach mal eine Runde zusammen hier spielen. Und zwar war ja die Challenge, wir sollen eine Schlangen- und Leiter-Map bauen. Also ihr kennt safe alle das Leiterspiel, wo man immer nach oben klettern muss. Und die Leitern dienen quasi so als Abkürzung, dass du schnell nach oben kommen kannst. So, ich zeige euch jetzt gerade die Map einfach mal eine Runde am ganz normal im Spielen. Und dann können wir gleich nochmal oben rüber gucken über die Map. So, so sieht die Map aus. Wie gesagt, dieser Weg soll eine Schlange darstellen, die den Weg nach oben führt. Und auf der Schlange findet man kleine Leitern, die einem quasi helfen sollen, schneller über die Map zu kommen. Aber es ist natürlich ein bisschen tricky, denn wenn du runterfliegst, fängst du wieder ganz unten auf der Schlange an, wie man jetzt sieht. Die Map sieht tatsächlich relativ leicht aus, nur so leicht ist sie tatsächlich gar nicht. Wir versuchen die jetzt gerade mal einmal hier durchzuspielen. Schauen wir mal hier, ich habe ja am Anfang ein bisschen slippery gemacht, damit man hier ein bisschen rumrutscht. Ja, diese Bounce-Dinger, die sind echt eklig, muss ich sagen. Also die nerven maximal, die Bounce-Dinger hier. So, dann hier durch. Oh, 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 oh mein Gott. So, ganz entspannt hier durch. Nächstes Hindernis, relativ easy. Guck, hier wäre man dann hochgekommen, wenn man quasi den Leiterweg genommen hätte. Dann geht es jetzt hier durch. Dann haben wir hier auch nochmal ein paar Hindernisse. Hier wäre dann der nächste Weg hoch mit der Leiter. Da oben ist dann ein Bounce-Pad, der einen direkt ins Ziel katapultieren kann, wenn man den gut nutzt. Ansonsten kann man natürlich auch hier den Weg hier nehmen. So, zack, zack, hier rüber. Also allzu schwer ist die Map nicht. Der einzige tricky Part ist nochmal hier am Schluss. Da darf man nicht reinfällen, aber ansonsten ist die Map doch schon gut machbar. Und wie gesagt, die Leitern dienen halt eben dazu, um extrem schnell ins Ziel zu kommen. Ist immer eine Race-Map, ne? So, ich würde sagen, wir gucken uns die Map nochmal von oben an. So, und dann sind wir mal im Map-Creator hier drin. Ich habe 830 und 1600 Punkte benutzt, also da wäre auf jeden Fall noch ordentlich mehr Luft gewesen, aber ich wollte es jetzt auch nicht zu lang machen. Aber hier sieht man es nochmal ganz schön, hier geht es dann hoch, quasi diese Schlange hier entlang, zack, zack, zack. Dann hier mit der Leiter hoch. Hier auch nochmal ein paar Hindernisse, nicht allzu schwer, aber wie gesagt, also der Weg ist tatsächlich echt schon schnell, wenn man das gut kann. Ich habe die auch nicht zu breit gemacht, aber auch nicht zu schmal, also man kommt hier schon schnell hoch, wenn man es gut kann. Ich bin zu doof dafür. Hier wird es ein bisschen schwieriger, hier sind ein paar schmale, ein paar dicke dabei und wenn man dann, wie gesagt, hier auf das Bounce-Pad kommt, das boostet dich so hoch, dass du bis ins Ziel fliegen kannst und quasi den ganzen Weg dir hier sparen kannst. Dann zusätzlich, was man so gar nicht sieht, wenn man spielt, sind hier oben so kleine Schlangen, also so kleine Schlangen darstellen, die shooten auf die Map hier runter und wenn man Pech hat, kriegt man sogar mal so eine Kugel ab. Also die trefft nicht zu 100%, wir können ja nochmal schnell hier Play drücken. Man sieht hier, die schießen jetzt, die trifft ab und zu die Map, aber nicht immer tatsächlich. So, jetzt zum Beispiel hat es getroffen, jetzt auch wieder, also wenn man da dumm läuft, dann kann das schon ein bisschen Aua machen. Das ist ein bisschen Zufallsprinzip. Einfach so als kleines Feature noch nebenbei. Ansonsten stören diese Bodenkugeln jetzt nicht allzu stark, muss ich sagen. Jo, und das war's mit der kleinen Map. Zockt gerne die Map, wie gesagt. Es würde mich auch freuen, wenn wir dann weiterkommen sollten oder den Top 10, dass ihr für diese Map votet. Denn wenn ihr für die Map votet, dann mit etwas Glück habe ich die Map dann, oder beziehungsweise habt ihr die Map dann in-game drin, ohne dass ihr die downloaden müsst, sondern ihr habt sie direkt auf der Startfläche. Wäre auf jeden Fall richtig Ehre für den Support. Ansonsten würde ich sagen, lasst noch ein Like da. Lasst noch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht habt. Haut mal gerne eure Meinung zur Map rein. Und dann würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Video oder Stream. Haut rein.